dieser blöde Vertrag sein? Rohstoffe? Windlands? Buchsort? Nö. Oder im Notizbuch? Wir wissen ja, was wir machen müssen. Also. Ich hatte gerade mit ihm gequatscht. Beuteverträge. Oh, Schatz, das darfst du lesen. Ich bin doch keine Lesemaschine. Ei, verbieb dich noch mal. Erdenhinterhalt, Beutevertrag, Schriftrolle. Ein Standardbeutevertrag, der Osserrahmen vor kurzem eilig geschrieben. Der folgende Vertrag, ausgestellt von Kerufs Bauteile AG, KG, Plünderer, verpflichtet hiermit den Empfänger, Jägerin, zur Erbringung folgender Dienstleistungen. Die Jägerin wird einen Panzerwanderer von der angegebenen Maschinenherde eliminieren, um den Plünderern Zugriff auf Panzerwandererkisten zu verschaffen. Jegliche andere Beute darf die Jägerin als Lohn für die geleisteten Dienste behalten. Am markierten Weg wurden Fallen bereitgestellt. Außerdem befindet sich dort ein Lager, das regelmäßig von den Maschinen aufgesucht wird. Die Jägerin versteht, dass die Annahme dieses Vertrags inhärente Risiken beinhaltet. Einschließlich körperlicher und/oder psychischer Verletzungen, Schmerzen, Leiden, Entstellungen, vorübergehender oder dauerhafter Lähmung und/oder Tod. Also bitte stirb nicht, ich brauche die Teile wirklich dringend. Laren. Dankeschön. Bitte. Auch nicht schlecht. So, jetzt haben wir den Vertrag gelesen, jetzt kommen wir ja dahin. Unnötiges Blabla. Wo so einen ganzen auf die Fresse hauen und weg. Ja, das ist ja mein Böckchen. Vorwärts. Das ist schon wieder hier. Gute Nacht, Rebellen. Sie haben es auf die Osserham abgesehen. Ja. Oh, Doki! Wir müssen alles geben. Gibt doch keiner mehr von denen, oder? Oh, doch. Hoff mir doch nicht auf. Oh. Die sind schnell. Hä? Wo sind die hin? Da. Schnell geholfen. Dass ich so lieb bin, so brav bin. Ich will das Grüne haben. Dankeschön, Dankeschön. Oh, jetzt will die auch noch was von mir, ja? Ich hätte nicht helfen dürfen, so ein Scheiß. Wenn das nicht die Heldin des Tages ist, wie gut, dass du vorbeigekommen bist. Seid ihr Stöberer? Wir arbeiten schon länger im Niemandsland. Ich wollte eigentlich wieder in Fahrlicht sein, wenn sie die Tore öffnen. Du weißt schon, nach dieser Gesandtschaft. Aber da wir gerade fast Hackfleisch geworden wären, lief es da wohl nicht so gut. Das könnte man so sagen. Das Niemandsland war ja noch nie wirklich sicher. Aber ein Tenakt-Angriff auf neutralem Gebiet hätte ich nicht erwartet. Und sie reiten jetzt Maschinen. Wenn ihr nach Fahrlicht wolltet, was hielt euch hier auf? Wir sind auf ein paar Ruinen gestoßen. Dachte, wir sehen mal nach, was da drin ist. Aber alles voller seltsamer roter Kristalle. Da kommt man nicht durch. Also schlugen wir hier ein Lager auf. Aber morgen früh brechen wir sofort nach Fahrlicht auf. Ich sollte wohl unsere Leute in Zackentiefe über das hier informieren. Zackentiefe? Eine Ausgrabungsstätte beim großen See im Süden. Mit viel Schott aus der alten Welt. Nicht zu verfehlen. Das war mein Stichwort. Hier.
Danke für die Unterstützung. Vielleicht hilfst du mir ja irgendwann nochmal aus der Klemme. Hoffentlich nicht. Hm. Von einem wollen. Verwende Rauchbomben, um Gegner in der Nähe zu verwirren und zurück in die Tarnung zu flüchten. Ja, ja. Dankeschön. Ja, nicht mich tarnen oder so. Will wissen, wo ich bin, dann kann ich sie alle umschnetzeln. Macht viel mehr Spaß. Mann, ey, von den Viechern sind hier aber viele. Möglicherweise alle kaputt. Ausgeschaltet. Was ist denn heftig? Warum bleibst du jetzt stehen? Hallo? Ich verstehe es nicht, warum der immer wieder stehen bleibt. Das muss der Durchgang sein, der in Larens Vertrag steht. Ich sollte nochmal die Fakten durchgehen. Den Vertrag schnell lesen. Panzerwanderer benutzen oft diesen Durchgang. Und ich muss in seinem Lager nur auf sie warten. Vielleicht sollte ich erst ein paar Fallen auf dem Weg stellen, um die Herde zu überrumpeln. Rustiges Vorrat. Der Konvoi. Er ist hier. Explosiver Schlamm. Explosiver Schlamm? Also ich kenne giftigen Schlamm, aber explosiven Schlamm? Welchen Weg meint der denn jetzt? Ein Weg? Ja, was anderes kann ich mir jetzt, glaube ich, auch gar nicht so vorstellen. Davon habe ich jetzt auch nicht gerade. Was mit diesen komischen Seilen nicht? Irgendwie sehe ich die Seile nicht. Die hängen hier irgendwie nur runter. Ach, du kannst ohne Munition nicht schießen. Wer hätte das hier gemacht? Die Herde. Die kommt von der Seite. Eine komische Herde. Oh nein! Und dann rutsche ich, falle ich hier runter nach dem Wurf. Und Scheiß. Bewegt die sich denn nach vorne? Hm? Oh, scan du mich mal. Wie bist du denn da jetzt durchgekommen? Was war? Oh. Viel besser. Was wert? Utsch. Da hab ich einen Schwein. Aber man muss sagen, sie brauchen länger für die Herstellung. Ja, mein Böckchen, kämpfe für mich. Eigin, was in dir steckt. Oh, du bist schon tot. Wartest du da oben noch auf mich? Nein? Gut. Boah, das fickt mich von hier. Da auch noch. Lass doch mal los. Hol den in den Hintern. Überlassen. Reiche Beute für mich.
Was ist auch gerade voll gemein? Warum steht denn da runter? Aber was ich nicht verstehe, ist, warum meine Fallen nicht ausgelöst haben. Also, ist wohl irgendwie noch. Weil sie so am Runterhängen waren. Das ist ja im ersten Teil überhaupt nicht. Die waren immer straff. Ich habe vergessen, den Viagra zu geben. Jetzt aber auch nicht mehr ein, aufheben. Wenn die ausgelöst haben, die Dinger. Sehr cool. So. Mal an. Die auch da oben gegenschießen können, dann hätte er da auch noch so einen Schlag abgekriegt. Ich jetzt gerade erst. Aber wie gesagt, ich bin von ausgegangen, dass die von dort kommen. Okay. Pipi. Stürmer reparieren. Ja, wir reparieren mal Stürmer. Kosten. Grüße dich, Fiona. Schön, dass du da bist. Wie geht es dir? Wie war dein Arbeitstag? Schon wieder? Warum hältst du denn immer an? Wenn du dazu nicht dranläufst, ist das nicht meine Sache. Eloy. Auf. Lauf, mein Büchschen, lauf. Was wohl im Inneren ist. Wo im Inneren? Soweit auch, aber bin froh, dass nun Feierabend ist. Das kann ich mir so gut, sehr gut vorstellen, dass du darüber froh bist. Aber Hauptsache, okay, es geht dir gut. Sehen, das ist das Wichtigste. Ich doch den richtigen Riecher. Salut. Ich muss ein Stück zurückgehen. Diese Kiste könnte nützlich sein. Ich kann die nach hinten drehen. Bewegt sich nicht mehr. Ah, so war das gemeint, dass ich weiter nach hinten gehe. Ja. Lüftung öffnen. Grünglanz findet man nicht allzu oft. Entschuldigung. Da gibt's nichts mehr. Wie dieses komische Dreckszeug? Das dahinter. Ich ist irgendwie geschnappt. Beim Werfen hat er es mir dann angezeigt, ne? Wo mein Zugwerfer Halt finden könnte. Ja. Oh her, Kiste! Rote Kristalle. Ich glaube, da kann ich im Moment nichts machen.
Niemals nie, solange ich dich kontrolliere. Bin dann meistens noch nie. Tja, solange ich nicht an den roten Kristallen vorbeikomme, kann ich nicht viel tun. So, diese Kristalle. Gut, bin drin. Ja, du bist drin. Wo auch immer. Anscheinend braucht das Ding Energie. Oh, so jetzt nur, wo ist das Teil, was Energie geben kann? Hier ist irgendeine Art Gerät. Durch. Kann ich mir was rausklauen? Nö. Waren wir schon, okay. Oh mein Schatz. Interessant. Ist zwar nicht viel, aber... Jetzt habe ich geölt. VIP-Schlüssel. Reliktruin. Nachrichtenprotokoll. Datenbeschädigung partiell. Daten beschädigt. Hans. Wo denn? Elise. Heute Abend. Nach Feierabend im Zion-Museum? Hans. Oh Mann, das ist deine Party? Ja, okay. Bin dabei. Elise. Gut. Kannst du ein Geheimnis für dich behalten? Hans. Ist nicht die ganze Party geheim? Ich meine, wir stürmen deinen Arbeitsplatz. Elise, nicht stürmen. Ich organisiere die Pionierparty des Jahrhunderts mit einer anpassenden Ausstellung. Hans, okay. Elise, aber jetzt unter uns. Mit dem VIP-Code 2204 kommst du ins Büro im ersten Stock. Da steigt die richtige Party. Hans, okay. Und wie viele VIPs sind da? Elise, 2. Daten beschädigt. Dankeschön. Bitte. Das könnte helfen. Kann könnte das helfen? Wir brauchen bloß nur erstmal eine Energiezelle. Du machst aber auch immer alles kaputt, ne? Eloy. Ich muss etwas finden, das mir hilft. Hier oben irgendwie was drauf haben. Oder könnten wir rein? Nimm, 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 nimm. Ruhig. Ah, ist er gießt? Weiß nicht, ob wir die so ziehen können. Gucken. Ne, ist zu weit. So, Elo kann ich anders. Ich muss das kaputt machen. Ja, dann läuft. Okay, schaffen wir diese Kiste da raus. Bewegt. Ich hatte jetzt gehofft, dass da irgendwie was reinstürzt. Aber vielleicht klappt das jetzt. Ja, komm schon, Eloy!
Mehr Pudding! Ja. Ja. Dass man sie aber da auch nicht dann bewegen kann dabei. Kiste aufnehmen, ah ja. Ich bin zu nah dran. Ach, Eloy. Das kleine bisschen ziehen, du. Kann sich aber auch mädchenhaft anstellen, ne? Mich gar nicht weiter. Oh, aber so. Ups. Tada! Eine Art Schloss jetzt für die Tür. Es braucht Strom. Das ist so braucht klar. Wohl Strom. Wie ist sie nur darauf gekommen, dass das Ding Strom braucht? Ich denke mal, den Strom kriege ich bestimmt hinter den runden Kristallen, ne? Das hat sie sich bei Kratos abgeschaut. Ah, so ist das halt. Guck, eine Durchtriebene. Sonst habt ihr nämlich leider nichts. Was so Energiezelle sein könnte. Wäre auch nichts angezeigt. Da sie ja meint, wegen den roten Kristallen. Da komme ich nicht dran vorbei. Kann ich mir nur vorstellen, dass da was. Ja, Jackpot. Da haben wir es. Genau hinter dem Roten. Ich glaube, da komme ich auch nicht anders rein. Nämlich genau unter uns. Ich so nicht rein. Was ist das denn? Ein Relikt. Wie komme ich daran? Wie? Konsole. Gehen wir dann kommen wir rein, wenn wir dann hinten das die Tür aufgemacht haben. Ja. Solange wir da nicht an dem Roten durchkommen, weil wir da noch nichts haben, um da durchzukommen, müssen wir warten. Ah, ich hoffe, dass wir doch irgendwie da uns lang fixen könnten oder so. Entschuldigung. Aber, ja komm, ich repariere dich auch gleich, siehst du. Ist gut, aber den Fuchs, den wollte ich haben. Dip, 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 dip. Was für ein schönes kleines Ding. Fuck! Ihr habt die Krio überrannt. Wo ist die denn hin? Oh, shit. Super hart, ey. Ja, definitiv. Oder sie ist einfach, oder sie konnte nicht rechtzeitig abheben. Aus diversen Gründen. Jägerin, du bist zurück. Ja, ich bin zurück und ich habe sogar überlebt. So ein Scheiß, ne?